Das Okidok Medienfestival von Klaus Glatze. Der letzte Vortrag heute, wirklich, Heidi ist heute so müde und 3 Tage nonstop arbeiten, aber wir liefern das alles nach. Wir haben jetzt hier noch als letzten Referenten hier den Magister Harald G. Janisch und auch für die Okidokler. Wir wissen, dass die Energetikerberufe gekappt werden sollen. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ihr Fragen habt, kommt in den Warteraum herein. Wir starten jetzt in wenigen Sekunden und werde den Herrn Janisch dann mal begrüßen. Es geht hier um verschiedene offene Aufstellungsgruppen. Er selber ist psychologischer Berater und Sportwissenschaftler. Und ich übergebe einfach mal an Herrn Janisch das Mikrofon. Ich hoffe, es ist gut eingestellt und wünsche viel, viel, viel Spaß. Mich dann auch irgendwo und oder ist das automatisch schon übertragen? Du wirst übertragen jetzt. Okay. Das heißt, ich richte auch meine Willkommensgrüße an das nicht sichtbare vorhandene Publikum. Genau. Und vor allem an das sichtbare vorhandene Publikum. Gut, ich habe vernommen, dass schon ein bisschen über mich gesagt wurde. Ein paar Sachen gehören hier ergänzt, auch für das Publikum hier. Manche kennen mich. Mein Name ist im Gesamten Harald Haris Georgopoulos Janisch. Ich habe so einen Hintergrund, dass ich aus Slowenien und auch aus Griechenland meine Eltern habe. Mama slowenisch, Papa griechisch, aber ich bin aufgewachsen in der Steiermark. Also ich bin ein waschechter Steirer und habe auch dort wirklich eine sehr schöne Jugend verbracht. Mein Hintergrund ist von der Ausbildung her, wie schon erwähnt, psychosozialer Berater, das kam eigentlich später, und Supervisor, Mediator, diese Ausbildungen sind eher an der Spitze, aber so die gründliche Ausbildung habe ich so genossen. Zuerst einmal war ich in einem sehr interessanten Berufsfeld, eben mit dem Hintergrund Sicherheit für unser Land. Ich hatte eine Ausbildung zum Offizier an der Theresianischen Militärakademie, da habe ich sehr viel für mich gelernt, auch zum Thema Friedensforschung, Kriegsforschung. Dann habe ich auch verstanden, auch Führungskompetenz, das war sicher für mich eine sehr lehrreiche Zeit. Aber es war einmal vorbei und ich habe mich dann zurückgezogen und gesagt, eigentlich möchte ich lieber etwas machen, was so meine Grundsehnsucht, wie wir vorher gesprochen haben, auch in Richtung philosophischer Wahrheitsfindung, ein bisschen das Weltbild zu verstehen der verschiedensten Menschen und auch ein bisschen so mich mit den Themen der Philosophie, der Psychologie zu befassen. Und habe auch eine super Möglichkeit bekommen, in Graz ein Studium Irregulare zu machen. Das war einzigartig und konnte mir so ein Studium zusammenzimmern aus den Bereichen Sport, Wissenschaft, Psychologie, Philosophie, Pädagogik, Medizin. Und das habe ich genossen. Und auf dem aufbauend habe ich mich dann sehr stark auch mit den Selbstheilungskräften des Organismus befasst. Natürlich gehört dazu auch die sportliche Bewegung, nicht im Leistungssport, sondern wirklich die Dosis, die gesunde Dosis der Bewegung zu finden für sich, um den Organismus aus körperlicher Hinsicht so zu nähren, dass die Bewegungselemente im Alltag und auch in wöchentlichen Trainingseinheiten dem Organismus gut tun. Da möchte ich einen Seitenstep machen. In der heutigen Zeit ist es auch belegt, dass die richtige Dosis an Bewegung Selbstheilungskräfte des Organismus optimiert. Aber das ist nicht genug. Natürlich bedarf es auch einer gesunden Ernährung. Ich möchte auch hier betonen, dass die Dosis an gesunder Nahrung wichtig ist und ich jetzt kein Verfechter bin einer rigorosen Ernährungslehre, sondern ich glaube, dass die gesunde Dosis auch von Genussmitteln sehr heilsam sein kann. Aber die große Herausforderung ist die Selbstdisziplin auch in diesem Bereich. Sich wirklich auch immer einfühlsam auf den Organismus zu besinnen, was tut mir noch gut. Aber im Prinzip geht es um gesunde Nahrungssubstanzen zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Verarbeitung dem Organismus zuzuführen. Die beiden Aspekte sind natürlich eh klar. Schwieriger wird der Bereich der Psyche, des Geistes, aber auch da
habe ich mich vorgewagt und ich glaube, behaupten zu dürfen, profunde philosophische Studien auch über die Geist-Körper-Interaktion gemacht zu haben. Sicher in allen Kulturen, ich war doch auch in einigen Kulturen in Fernost, aber auch im Westen. Was aber für mich wichtig war, herauszufinden in Richtung Wahrheitsfindung, wie bin ich denn wirklich als Mensch beschaffen, was durchdringt mich und vor allem, wie ist diese Beziehung zwischen dem Begriff der Seele oder der Psyche oder des Geistes auf den Körper. Und da habe ich natürlich auch von dem Zeitgeistphänomen profitiert, wo auch die Medizin das sogenannte psychoneurobiologische Forschungsthema aufgegriffen hat, nämlich über die Immunforschung, über die Nervenforschung, die Zusammenhänge zwischen Gefühlen, Gedanken, Stress, aber auch da natürlich, wie wirkt sich das auf den Körper aus. Und das geht in den Bereich hin, wo ich heute durchaus sagen kann, glaube ich, einigermaßen abgesichert, dass die psychischen Kräfte oder die geistigen Kräfte massiv auf den Organismus einwirken, heilsam oder auch unheilsam, vor allem dann, wenn Sorgen, Probleme oder auch negative Gedanken und Stress letztlich auch die nervliche Situation im Organismus, die hormonelle Situation im Organismus und die Immunabwehr zum Beispiel auch drosselt. Ich glaube, da sind wir einigermaßen heute am Puls der Zeit ziemlich abgesichert, dass das passiert, woraus natürlich klar werden sollte, dass es bei uns Menschen letztlich um Eigenverantwortung geht und um die Fähigkeit der Selbstheilungskompetenz, sie in die Hand zu nehmen. Und das wurde immer mehr auch der Schwerpunkt meiner Arbeit in dem Bereich. Es hat mich dann auch irgendwann einmal in eine Situation gebracht, wo ich den Ruf verspürt habe, mich auch in das Kollektiv oder in den Dienst eines Kollektivs zu stellen. Das ist immer so ein bisschen meine Aufgabe. Und ich habe dann den Ruf in die Wirtschaftskammer vernommen, dem ich auch gefolgt bin, und habe dann als Lebensberater, ich bin diplomierter Lebensberater und sportwissenschaftlicher Berater, habe dann als Lebensberater auch die Aufgabe übernommen, die Interessen der Berufspolitik zu wahren, Gesetze mitzuschaffen, um auch Sportler, Ernährer und Lebensberater besser in der Gesellschaft zu verankern, auch zu schützen, und habe dann auch mit an Ausbildungskonzepten, an Tätigkeitsfeldern gewirkt. Und heute bin ich vermutlich in Wien, zumindest in der Szene, bekannt, dass ich die Verantwortung trage und auch gerne trage, in der Abgrenzung zu den Gesundheitsberufen auch klar zu wirken, aber auch im Gesundheitsgewerbe klare Worte zu finden, wie der Bereich der Beratung, des Coachings, der Supervision, der Mediation und Begleitung zu betrachten ist, auch gewerberechtlich zu betrachten ist. Das heißt, für mich ist es auch ein Hut, den ich aufhabe, zu sagen, es gibt zum Glück in Österreich für diesen Bereich der Beratungsinterventionen ein klares gesetzliches Konstrukt, das ist einzigartig in ganz Europa und in der Welt, wo einem Kunden, einem Klienten klar sein darf, dass er einen Schutz genießt, weil Lebensberater profund staatlich ausgebildet sind, weil sie auch eine ethische Grundlage haben müssen, die Standesregeln als solches im Gesetz verankert, und dass sie wirklich schauen müssen, dass sie einem Menschen helfen, in seinem Sinne zu agieren und nicht eigene Modelle, eigene Überzeugungen auf andere kritiklos überstülpen lassen. Und es soll helfen, dass die Menschen sich besser finden. Jetzt ist meine Frage, habe ich mich ausreichend genug vorgestellt, wer und was ich bin? Ich glaube schon. Ja, irgendwann hat mich in den gesamten Methoden, in der Methodenvielfalt, eine Person besonders fasziniert, nämlich Jakob Levi Moreno. Wer hat ihn als solches schon einmal von ihm gehört? Ja, die. Nein, so. Ich glaube, wir haben natürlich schon immer die Ehre gehabt, ich konnte schon ein bisschen vermitteln. Natürlich auch Kollegen und Kolleginnen sollten den in der Ausbildung auch kennengelernt haben. Und er ist in der Ausbildung oder in der Szene natürlich Standard. Ich glaube, dass heute systemische Aufstellungsarbeit nicht ohne den Namen Jakob
Levi Moreno überhaupt funktioniert oder bekannt sein kann. Sehe ich das falsch? Ja. Gut. Wir müssen bedenken, oder wir sollten bedenken, dass aus meiner Sicht zwischen 1850 und 1950 sehr viele Persönlichkeiten sich berufen gefühlt haben, durchdrungen waren, Juwelen der Beratung uns als Menschheit zu übergeben. Und eine davon ist Jakob Levi Moreno. Andere sind Emil Coué, andere sind natürlich auch Carl Gustav Jung, Virginia Satir, Abraham Maslow, Carl Rogers, Steve DeShazer, Alfred Adler, Viktor Frankl. Also all diese Persönlichkeiten haben etwas hinterlassen, was wir heute in der Beraterlandschaft als Juwelen der Beratung diagnostizieren und auch benutzen. Und wir haben das dann auch in einen Methodenkatalog der Lebensberatung zusammengefasst. Und letztlich jeder gute Berater wird direkt oder indirekt Elemente der Beratung von dort übernommen haben und einsetzen. Nur Jakob Levi Moreno hat in seinem Verständnis für den Menschen noch ein bisschen tiefer geschürft. Er hat auch sehr stark von einer heilsamen Begegnung gesprochen, sehr stark von heilsamen Gedanken, sehr stark von heilsamer Kommunikation, von heilsamer Spiritualität und war auch sehr bemüht, als Arzt hier in Wien, sich in den Dienst der Gesellschaft zu stellen. Er hat zwar offiziell ordiniert in Fischament, auch in Mödling als Betriebsarzt, aber hat so in seinen privaten Bereichen dann auch mit Straßenkindern gearbeitet in der Zwischenkriegszeit, hat durch Straßentheater verstanden, dass hier eine sehr heilsame Katharsis entsteht und hat diese Erfahrungen natürlich auch in seine Schule einfließen lassen. Er hat sich gern mit Randgruppen auch helfend befasst, unter anderem Prostituierte, Arbeitslose und hat hier Feldstudien gemacht, die natürlich später in der Schule der Aufstellung sehr wesentlich waren. Er hat sich aber auch an die griechische Mythologie oder die griechische Theaterkunst oder Tragödienkultur, Dramakultur, Komödie, die alten Schauspielkünste des Griechenlands ebenfalls orientiert und hat das dann später in seinen berühmten Stegreif-Theaterbühnen auch probiert. Er hat in Wien Stegreif-Theater aufgebaut, so eine Art therapeutisches Theater, wo man sich dann zu einem Thema, das einen belastet hat, dann auch in eine Rolle einrollen konnte und unter seiner Supervision konnte man dann auch ganz gut gewisse Dinge spielen. Das hat er dann später sehr gut als solches verdichtet und hat auch in Amerika die Szene gut durchdrungen. Ja, und im Zuge der letzten 20, 30, 40 Jahre hat sich dieses Aufstellungssystem immer wieder über andere Persönlichkeiten ebenfalls zu einem gesamten systemischen Aufstellungskonstrukt gefunden oder zusammengebaut. Da waren sicher auch Virginia Satir mit der systemischen Familientherapie, da waren sicher auch die Feminist Culture von Steve DeShazer, da waren sicher auch systemische Ansätze, die in weiterer Folge von Matthias von Kibet Einzug halten und auch andere. Heute kommt man, wenn man wirklich profund beraten möchte, nicht mehr ohne diesen systemischen Ansatz aus. Der systemische Ansatz würde meinen, dass ich in mir ein inneres System habe von unsichtbaren Gestalten und auch ein äußeres System von Beziehungen, die meine Persönlichkeit stärken, nähern, schwächen, wie auch immer. Und wenn man das so sagen möchte, ich habe dann viele Jahre gemerkt, dass diese systemische Aufstellung nach Jakob Levi Moreno, dann habe ich irgendwann einmal natürlich auch das Gleiche gemacht wie andere. Ich habe meine Juwelen zusammengetragen, sehr stark Levi Moreno, aber ich bin auch in Gestaltpsychologie bei Professor Simmel ausgebildet, der sich auch als Gestaltpädagoge bei Perls und bei Petzold ausgebildet wurde. In weiterer Folge habe ich natürlich Steve DeShazer inhaliert, dort und da bei Fortbildungen. Aber automatisch macht man auch Frankl. Frankl kann man nicht ausblenden, wenn es um positive Selbstinstruktion geht, wo man positive Einstellungen erarbeitet. Letztlich kann ich behaupten, wie jeder andere meiner Kollegen und Kolleginnen, dass man einen sehr persönlichen Juwelenschatz der Beratung zusammengetragen hat und einen eigenen Namen findet. Ich habe den Charisma gefunden,
als Charisma-Aufstellungsmethode, wo ich eben im Sinne der sozusagen des Jakob Levi Morenos vorgehe, aber natürlich alle Beratungstechniken, die Sinn machen, kreativ, situativ einsetze. Und mit dem kann man sehr gut arbeiten. Normalerweise habe ich Einzelberatungen und wenn dann Themen da sind, die auch in der Gruppe bearbeitet werden können, dann mache ich so einen Tag wie diesen hier, wo es dann darum geht, auch andere Persönlichkeiten einzuladen, die da mithelfen, bei einem Thema einer Person tiefer gehen zu können. Jetzt ist nur immer eine Frage, Aufstellungsarbeit, ist das euch bekannt? Alle schon gemacht, erlebt? Ja? Miterlebt ja, aber nicht mitgemacht. Miterlebt ja, nicht mitgemacht, ja. Ja. Ebenfalls, welche, darf ich nachfragen, welche Aufstellungsmethode du hast? Wir haben es gelernt nach Bernd Hellinger. Okay. Nur, wie du sagst, das ist ein Konglomerat von verschiedenen Schulen, okay, die dann in der Praxis angewandt wird. Ja, Bernd Hellinger vertreten mich, also ich vertrete ihn nicht. Okay. Ich habe auch mein eigenes zusammengefasst. Ja, also ich glaube, das geht auch nicht anders. Hellinger hatte sicher Hochzeiten, wo er sehr viel auch in dem Bereich eingewirkt hat in die Szene. Aber es gibt auch Zeiten, wo Menschen berichten, dass er vielleicht nicht mehr in diesem Ausmaß seine Hochblütenzeit, dass er dem noch nicht mehr nachkommt. Wie dem auch sei, das ist die Vergangenheit. Die Zukunft wird bestimmt von modernen Beraterinnen, die natürlich auch das als solches in die Zukunft tragen werden und tragen sollen. Die Juwelen, die da gewesen sind in dem Zeitfenster zwischen 1850 und 1950. Und die Charisma-Methode wäre so etwas. Wobei natürlich gesagt werden muss, dass in der Arbeit eines Beraters drei Dinge wichtig sind, auf die wir schauen. Seine persönliche Lebenshaltung, die natürlich wertschätzend sein sollte, die natürlich tolerant sein sollte. Seine natürlich auch Methodenkompetenz, die wichtig ist. Da kommen wir noch jemand. Und auch die Fachkompetenz zu gewissen Themen. Gut. So, jetzt könnte ich natürlich das alles noch wissenschaftlicher, fundierter untermauern, aber so meine Wahrnehmung des heutigen Tages ist, wir sind schon ziemlich am Ende von 3 Tagen. Viele sind schon ein bisschen erschöpft und ich denke mir, ich würde jetzt am Abend mit weiteren philosophischen, wissenschaftlichen Themen, die vieles untermauern, einfach auch viele überfordern. Denke ich mir. Und vermutlich wäre es besser, wenn wir das einmal auch in der Praxis erleben könnten, wie denn sowas wirkt. Das wäre dann auch ein Beispiel. Und die Frage ist, ob jemand sich einmal das auch anschauen möchte, wie man denn so mit diesem System arbeitet. Ob das überhaupt eine Möglichkeit ist, auch vom seitens von OKI. Natürlich. Ja. Vorher, bevor ich in diese Praxisübung gehe, meine Frage, können wir noch ein Thema gemeinsam arbeiten, wo auch Ihre Positionen einfließen, weil es so, ich habe vernommen, okay, es ist ja auch ein Radio, wo viele Meinungen einfließen sollen, nicht nur meine Meinung. Ist zu dem Gesagten etwas hinzuzufügen oder etwas zu hinterfragen? Ne? Wie klingt das, wenn man das so hört? Etwas spacig? Nein, überhaupt nicht. Wenn man bei einer Familienaufstellung schon mal dabei war, weiß man, dass es durchaus funktioniert. Ne? Okay. Nur welche Methoden dahinter stehen, habe ich keine Ahnung. Okay, gut. Auch schon, Familienstellen, das ist so der klassische Begriff, aber ich möchte betonen, das ist nur eine Seitengasse der Aufstellungsarbeit. Da gibt es systemische Aufstellungen, hat natürlich mit inneren Kraftquellen, mit Gefühlen zu tun. Man kann das mit Symbolen machen. Und ich fange meistens an mit dem sogenannten Monodrama, wo ich am Anfang auf einer Beratungsbühne Hilfs-Ichs erarbeite über Bodenanker, die dann später von einem monodramatischen Szenario in ein Autodrama überführen, wo ich dann die Person bitte, in diese Gestalt hineinzusteigen. Wahrscheinlich machst du das auch. Und wenn jetzt eine Gruppenressource da ist, dann kann ich natürlich auch noch auf diese hilfsame Kraftquelle eines Mitspielers setzen und die auch noch ins Spiel bringen. Und dann gibt es gewissermaßen Kräfte der Resonanz. Carl Gustav Jung spricht von Synchronizität, wo dann die Innenwelt durch Außengestalten
sichtbar gemacht werden. Und da kann man dann ein bisschen experimentieren, das ist ein Begriff der Gestalt, und schauen, was in Richtung Lösung, Optimismus, Hoffnung, neues Ziel leichter ist. Ich betone, wir Lebensberater arbeiten nicht im kranken Kontext und pathologisieren die Gesellschaft nicht. Wir wollen wirklich den Menschen helfen, ihre Kraftquellen zu entdecken, manche Masken abzulegen, wie ich schon versucht habe zu sagen einmal, die Maske, die einem schützt, und einmal so im geschützten Raum auch einmal nackt zu werden ohne Maske, ein Begriff bei C.G. Jung, oder ohne Rollenkonserve, ein Begriff bei Jacob Levi Moreno, um einmal wirklich ohne attackiert zu werden, verletzt zu werden, einmal so zu sein, zu dürfen, wie man wirklich ist. Das sollte eben so etwas bewirken. Gibt es dazu eine Frage oder wie klingt das? Ich habe mich noch nie befasst. Ich meine, ich weiß zwar, dass das gibt, aber sonst nichts. Gut, hier vielleicht. Ich habe nicht ganz aufgepasst beim letzten Wort, weil ich bin etwas übernachtigt. Bitte, okay. Kannst du das wiederholen? Ich kann es jetzt auch nicht wiederholen. Ob es eine Frage gibt zu dem Gesagten oder irgendeine Ergänzung? Ich habe mir die Frage gestellt, ob die Familienaufstellung mit der gesamten Familie stattfindet oder ob das eben Symbolik auch geht. Aber das haben Sie vorher gerade eben eh erwähnt, dass Sie es mit beiden machen. Mit Symbolen und mit den gesamten Menschen der Familie. Ja. Ja, somit. Ja. Schon beantwortet selber. Genau. Danke. Gut. Edith. Ich warte jetzt auf das praktische Beispiel, auf eine Demonstration. Bin schon sehr gespannt. Wobei auch, du bist ja Expertin für das Enneagramm. Du hast ja Persönlichkeitstypen als solches auch im Hintergrund. Das wäre natürlich eine super Möglichkeit, auch mit diesen Enneagramm-Typen zu arbeiten. Ich hatte auch einmal so manche Selbsterfahrungswochenenden zum Thema Mythodrama, wo wir solche Götterwelten aufgestellt haben, um zu schauen, wenn jemand sich eine Enneagramm-Persönlichkeit sucht oder es ist, was für Kräfte werden da geweckt im Spiel. Es wird auch sehr viel, vor allen Dingen in Brasilien, Enneagramm und Aufstellungsarbeit verbunden. Kann ich mir vorstellen. Weil es ist ja, da gibt es einige Experten schon dafür. Macht vollkommen Sinn, weil man kann natürlich alle Archetypen im Sinne von Carl Gustav Jung wecken und aktivieren für diese Arbeit. Man könnte auch eben mythologische Götterarbeit machen. Ich nenne das Mythodrama oder eben Faunadrama. Ich arbeite sehr gern mit Kuscheltieren, vor allem in Gruppen, vor allem mit Kindern, wo dann das Kuscheltier gewählt wird und aufgestellt wird, wo die Identifikation mit dem Kuscheltier, so wie es Krafttier, möglich ist. Und dann kann man eigentlich sehr gut arbeiten an gruppendynamischen Prozessen. Enneagramm wäre gut. Enneagrammtypen sind ja auch Archetypen. Eben. Eben. Bitte um Ergänzung aus eurem Erfahrungsreichtum. Als Kollegen. Ja, es ist einfach eine Methode, die meistens Verblüffendes bewirken kann und kann nicht viel ergänzen. Es ist eigentlich sehr viel schon gesagt und ich bin schon gespannt, wie du das Ganze anlegst. Okay, aber du bist natürlich auch als Profi in dem Bereich selber, du kannst dich gerne auch noch hier ausbreiten, weil wir vertreten ja gemeinsam das Berufsbild der Lebensberater. Okay. Also ich lade euch ein, mir zu helfen, das auch gut nach außen zu tragen. Okay, danke. Ja? Also ich finde auch, dass es eine sehr gute Methode ist. Allerdings muss man auch wirklich aufpassen, dass es auch sehr viele schwarze Schafe gibt in der Branche, ja, die ein Aufstellungswochenende gemacht haben und dann sich als Aufsteller nennen. Also ich denke mal, dass man es wirklich bei jemandem macht, der zertifizierte Ausbildung hat, ja, und der wirklich auch Erfahrung damit hat, weil man da wieder viel auch falsch machen kann und sehr viel Schildmutter getrieben wird. Also das ist wirklich was mir sehr am Herzen liegt. Ja. Meine Frage ist, was kann passieren, was Schindluder ist, das ist interessant. Ja, also es ist natürlich ein großes Thema, dass die Leute teilweise nicht gut aufgehoben werden, dass sie nachher nicht aufgefangen werden, dass manchmal, das nennt man auch Entrollung, ja, also dass sie, dass, also Repräsentanten, also ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, ja, aber Repräsentanten, dass die aus der Rolle gehen, ja, dass sie entrollt werden, was auch oft nicht gemacht wird, was ich persönlich sehr wichtig finde, ja, und dass auch der Klient, der halt ein Thema aufgestellt hat, auch nachher
wirklich auch eine Betreuung hat, dass der rausgeht, weil so wie man es zum Beispiel gehört hat, also wahrscheinlich jeder weiß oder viele gehört haben, dass zum Beispiel bei Bert Hellinger die Leute rausgegangen sind und sich nachher umgebracht haben. Ja. Deswegen denke ich mir, es gibt halt wirklich sehr viele, die machen ein Wochenende und sagen, ich bin jetzt Aufsteller. Ja. Also da muss man sehr vorsichtig und sehr achtsam sein mit dem Thema. Darf ich noch eine Frage stellen? Ja. Diese Leute, passiert das oft, dass Menschen in ein Loch fallen und jetzt in diesem Beispiel auch sich jetzt umgebracht haben? Ist das schon oft passiert? Also ich selber weiß es nicht. Ja, also es gibt nur also Berichte von Bert Hellinger, dass es wirklich so war, dass Leute nachher rausgegangen sind und sich dann umgebracht haben. Also ich weiß nicht, wie viele Fälle es gab, ja, aber es gab den einen oder anderen Fall, wo dann wirklich Leute Suizid gemacht haben. Ja. Dankeschön. Gell? Ich, bitte. Da ist nur eine Frage. Dankeschön. Ja, ich habe jetzt das ein paar Mal gehört, eben, dass das Berufsbild der Lebens- und Sozialberater halt sozusagen Klienten schützt davor, dass sie nicht in schlechte Kreise kommen oder dass den Klienten nichts Schlimmes passiert. Ich möchte euch dazu jetzt eine Geschichte von mir erzählen. Ich habe 1999 den Energetikerschein gelöst. Ich habe mit Kinesiologie begonnen, wo es darum geht, dass man emotionalen Stress lösen darf, kann. Und habe auch dann im Rahmen der Zusammenarbeit mit Dr. Arnold Polifka, ich weiß nicht, ob Sie den kennt, habe ich Aufstellungsseminare organisiert zuerst nur und war natürlich auch in diesen Seminaren immer dabei. Und das habe ich mit dem Dr. Arnold Polifka über viele Jahre gemacht. Ich habe in einigen Jahren, da haben wir über 50, 60 Aufstellungen gehabt, von Freitag bis Sonntag. Also ich habe es zuerst nur organisiert, war dann auch Lehrling, in dem, dass ich immer dabei war. Und bin dem Dr. Arnold Polifka sehr dankbar, dass ich da eben auch die Erfahrungen gemacht habe. Und irgendwie ist es dann dazu gekommen, dass ich in meinem eigenen Freundesbekanntenkreis begonnen habe, Aufstellungen zu machen, unentgeltlich, weil ich gewusst habe, ich habe das gelernt und ich kann das. Ich war aber dann noch nicht Lebens- und Sozialberater. Ja, da habe ich dann aber irgendwann dann einen Brief bekommen von der Wirtschaftskammer, von den Lebens- und Sozialberatern, dass ich sozusagen diesen Kompetenzbereich überschreite. Und ich habe mir dann gedacht, so was mache ich jetzt. Ja? Ich liebe diese Arbeit, sie ist sehr wertvoll, ich kann diese Arbeit. Und die Leute suchen mich, die Leute brauchen mich. Ja? Das war für mich auch ein wichtiger Punkt. Wollte es nur ich machen oder suchen mich die Leute? So, und ich habe mich dazu entschlossen, den Lebens- und Sozialberater zu machen, nur damit ich sozusagen dem Gesetz entspreche, muss aber dazu sagen, ich bin deshalb jetzt nicht besser, als wie ich vorher war, als ich nur den Energetikerschein hatte. Also das ist für mich schon sehr, für mich war das schlimm, dass ich dazu genötigt wurde, sozusagen diesen Lebens- und Sozialberater zu machen, damit ich in Ruhe und Frieden meine Aufstellungsarbeit machen kann. Ja, also das ist für mich, da merke ich, da kriege ich Herzklopfen, weil das ist für mich einfach ein Thema, weil ich weiß, ich arbeite deswegen jetzt nicht besser, wo ich Lebens- und Sozialberater bin. Ja, Dankeschön. Ja, also ich danke natürlich für diesen Beitrag. Ich habe schon in der Körpersprache gespürt, dass da irgendwas schlummert und rumort. Es ist gut, dass das gesagt wird. Ich bin auch wahrscheinlich der beste Prellbock dafür, weil ich genau diese Funktion habe, auch Briefchen zu schicken, ja, wenn sowas passiert. Ich mache das auch mit Überzeugung, dass ich Briefe schicke, weil ich aber durchaus weiß, es gibt in diesem Segment der Beratung in der Landschaft leider Gottes wahnsinnig viel. Wir können und ich kann auch nicht herausfiltern, wer jetzt, wie oft vermittelt, ein schwarzes Schaf ist oder nicht. Ich meine, ich kann nicht verifizieren, dass Herr Bert Hellinger auch verantwortlich war für Selbstmord. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Ich habe es noch nie gehört. Ich habe nur gehört, aber auch das kann ich nicht verifizieren, dass ich es nicht gehört habe. Ich habe nur gehört, dass es durchaus mittlerweile auch viele Menschen gibt, die mit seiner Art und Weise, die oft sehr frontal, sehr apodiktisch war, nicht zurande kommen. Es gibt, das weiß ich, es gibt eine Gesellschaft, die sich nur mit den Opfern befasst. Jetzt bin ich als Kollege vom Herrn Bert Hellinger nicht in der Position und auch ethisch darf ich das nicht machen, dass ich in der Ferne ihn schlecht rede, weil ich muss auch seine Hochblüte und seine Werke würdigen und es gibt ja auch viele Menschen, der geholfen hat.
Faktum ist, wenn jetzt, ich komme aber gleich auf Ihre Geschichte, ich darf du sagen, deine Geschichte zurück, wenn ich jetzt der Jakob Lewis Morenos Annäherung an die Aufstellungsarbeit so systematisch herannehme, dann dürfte eines nicht passieren. Weil, was mir gut gefällt bei Jakob Lewy Morenos Ansatz, der heute sicher auch noch verbessert ist, es gibt immer auf einer Beratungsbühne ein Warming-up, eigentlich ein Beratungsgespräch, wo ein Protagonist eine Interviewphase durchläuft, um sein Hauptthema zu finden. Und aus dieser Beratungsbühne entwickelt sich dann nahtlos die Spielbühne, die dann auch symbolisch geöffnet wird. Und man beginnt bereits mit gewissen Bodenankern, gewisse Gestalten, die wichtig sind, in das Seelenfeld zu stellen. Wo auch die Protagonistin ganz klar beginnt, Nähe, Distanz, Farbe, und ich habe meistens immer Kärtchen, wo das symbolisiert wird. So, irgendwann beginnt aber dann die Actionphase, die Spielphase. Und die ist natürlich eine ganz wesentliche, weil dann plötzlich Dinge spürbar werden, die oft durch die kognitive Schutzschicht oder den Filter nicht mehr sozusagen geschützt werden kann. Das ist ja auch die Macht, wie du wahrscheinlich selber oft erlebt hast, dass oft verdrängte Gefühle plötzlich da sind, auch wenn der Protagonist es gar nicht möchte, dass seine Gefühle plötzlich sichtbar werden. Das ist ja auch die Macht dieses Systems. Und die kann ich dosieren, wenn ich eben Autodrama mache oder Hilfs-Ichs ins Spiel bringe. Ein Double, wenn ein ganz schlimmes Erlebnis im Hintergrund ist, dann würde ich eben im Sinne von Jakob Lewy Moreno ein Hilfs-Ich als Protagonistin, als Double ins Spiel bringen. Also ein Double, das auch die Person, die es betrifft, spielt, damit sie ein bisschen geschützt ist. Das kennst du wahrscheinlich auch. Ja? So, was ich aber weiß, bei manchen Aufstellungssystemen, die von Hellinger kommen, dass dann, nachdem die Spielphase eine gewisse heilsame Erschütterung, eine Katharsis gebracht hat, dass dann diese Phase plötzlich abgebrochen wird, auch heute noch höre ich das, und dann heißt es, und jetzt nicht sprechen. Jetzt geht ihr nach Hause und ihr müsst quasi mit dieser homöopathischen Dosis in der Lage sein, das jetzt selber zu verarbeiten zu Hause. Und da passieren Dinge, weil man plötzlich die Schutzstruktur durchbrochen hat, die dann nachhaltig durchaus manche Menschen dermaßen aus der Bahn werfen, wo sie dann vielleicht bei einem Psychologen, Psychotherapeuten oder in der Psychiatrie, landen können. Und das ist für mich eine durchaus bedenkliche Schrittweise, wo ich jetzt als Kammervertreter mir schon sage, es müsste ein Schutzsystem im Sinne von nachgehendes Begleiten sein und die Sharing-Phase, die letzte Phase, die wieder zurück auf der Beratungsbühne ist eigentlich fast die wichtigste Phase. Weil da werden dann Dinge verdichtet, fokussiert, maximiert und verarbeitet, so dass ich sagen kann, in diesem Prozess, wenn jetzt jemand eintaucht, in den Prozess, dann ist es so, der kommt ungefähr hier in diesen Zustand, geht nun in die Tiefe, und sollte dann durch Sharing wieder zurückgeführt werden. Das heißt, er kommt hier und sollte nach der Beratung einigermaßen stabil mit dem Erarbeiteten nach Hause gehen können. Vielleicht bekommt er im Sinne der Gestaltpsychologie Hausaufgaben mit, aber er sollte in der Lage sein, zu Hause einigermaßen mit dem auch leben zu können. Natürlich versuche ich ihm auch noch manchmal sogar zu bitten, bitte ruf mich an, wenn irgendwas ist, damit ich dann auch da sein kann, auch helfend zu sein, damit er Halt spürt. So, in dieser Phase, wo Warming up, dann kommt die Phase von Action. Da kann es zu mehreren orgasmischartigen kathartischen Erschütterungen kommen. Und dann mit dem komme ich in die Phase des wirklich, wo ich dann sozusagen das Sharing mache, wo ich das aufarbeite. Und das Sharing sollte so stattfinden, dass ich eben auch die Gruppe benutze, die Ressource, um das Material oder diese Spielsituation zu verarbeiten. Wenn das nicht gemacht wird, und das wurde, glaube ich, bei Hellinger, habe ich sehr oft vernommen, ich habe Hellinger gelesen, aber ich war nicht dabei bei ihm, aber ich habe vernommen von Dritten, dass Hellinger oft gesagt hat, jetzt aus in dieser Phase und geh nach Hause. Darf ich etwas fragen, ja? Harris? Entschuldige. Vielleicht habe ich nicht gut aufgepasst, aber ich weiß jetzt nicht, ob das die Antwort ist auf den Einwand von der Kollegin.
Ich muss ab und zu länger ausholen, weil normalerweise verlange ich jetzt, dass das so gemacht wird. Wenn es anders gemacht wird, ist das aus meiner Sicht fatal und nicht korrekt. So. Ganz gut. Ich glaube, da stimmen wir alle überein. Ja, genau. Nur der Einwand, glaube ich, war der Einwand ist insofern korrekt, weil natürlich manche ein Talent haben, manche eine Befähigung haben, eine Begabung haben, die sie mehr oder weniger auch aus dem Leben heraus durch ihre Lebensrollenkompetenz, Lebensbewältigungskompetenz schon mitbringen. Jetzt können wir das aber nicht quantitativ abfragen. Und es gibt natürlich jetzt unser Problem, dass wir vielleicht Mitglieder haben, die sowohl alles kognitiv gut durchlaufen, die Prüfungen machen, dann Jahre am Markt tätig sind und plötzlich den Schein haben. Auch das können wir kaum beeinflussen. Wir können dann nur immer dann schauen, dass diese Mitglieder an ihrer Fortbildung arbeiten und ihre Kompetenzen erweitern. Auf der anderen Seite wissen wir, gibt es hochbegabte Berater, die teilweise als Unternehmensberater, teilweise als Energetiker, teilweise als Sozialarbeiter arbeiten. Und unsere gängige Praxis ist es, dass wir schauen, ich bin ja auch Gutachter für die Behörden, dass wir schauen, wenn wir jemanden haben, der wirklich diese Begabung hat und der sagt, ich habe schon so viel gemacht, dann kann ich auch über den zweiten Weg der Anerkennung, dem sogenannten individuellen Begutachtungsverfahren, bei der Behörde beantragen, dass ich den Schein bekomme. Die Wirtschaftskammer hat hier nur beratenden Status, hat keine Entscheidungskompetenz, das macht die Behörde. Wir empfehlen aber nur der Behörde, dass man auf diese quantitativen Rahmenrichtlinien achtet. Wenn es dann jemanden erwischt wie dich, der sagt, die Ausbildung ist auch fraglich, wo du sie gemacht hast, ich möchte es gar nicht hören, wo, aber es gibt in ganz Wien 44 Ausbildungsinstitute, wo auch jeder anders ausbildet und manche mögen gut sein, manche nicht, auch das darf ich nicht beurteilen, will ich auch nicht beurteilen. Ich will jetzt die Ausbildung gar nicht verurteilen selber, aber ich sage nur zum Thema Aufstellen, habe ich im Rahmen meiner Lebens- und Sozialberaterausbildung nichts dazugelernt. Natürlich entwickle ich mich weiter im Laufe der Jahre, das ist klar, aber das hätte ich auch ohne dieser Lebens- und Sozialberatung-Ausbildung auch gemacht. Das ist mir wichtig. Ich bin aber dann noch direktiver, weil normalerweise ist auch in einer Ausbildung, wir haben ungefähr 1300 Stunden Ausbildungen, davon ca. 600 Theorie, davon sind ein Drittel, zwei Drittel sind praktische Methoden und 750 Stunden sind dann fachliche Tätigkeit. Normalerweise kann ich behaupten, dass man in diesen wenigen 1300 Stunden vielleicht das Monodrama und das Autodrama erlernt, aber eigentlich Aufstellungsarbeit in der Gruppe, glaube ich, dass das nicht wirklich noch reicht. Weil wir haben zusätzlich dann Fortbildungskurse, wo um 200 Stunden in etwa, 100 Theorie, 100 Praxis, geht es nur um Aufstellung. Also meine persönliche Annäherung, ich bilde auch aus, eigentlich bilde ich Personen nicht aus in der Fähigkeit, eine Gruppe bereits aufzustellen. Und das sollte später kommen. Nur in deinem Fall bist du natürlich schon vorher teilweise eingewachsen, trifft es dich, hättest du natürlich auch Geld verlangt, wäre das gewerberechtlich bedenklich gewesen, aber du hast es ja so freiwillig gemacht und somit hast du Begabung mit Situation verbunden. Es tut mir leid, dass du diesen Rahmen dann machen musstest. Wäre wahrscheinlich auch nicht nur mit Ausbildung, sondern anders gegangen. Aber das ist der einzige Raster, das wir haben, damit wir einigermaßen filtern können, dass jemand das auch dann tun kann oder tun darf, was er tun kann, sagen wir lieber so. Es trifft manchmal leider Gottes solche Personen. Auch in deinem Fall ist das. Ein Lied davon singen. Auch in deinem Fall. Daher, ich weiß, das tut mir auch leid, aber es ist nicht anders machbar. Wir haben keine Handhabe der Behörde zu sagen, bitte, die sind eh begabt, tun sie das. Da sind uns die Hände gebunden. Vielleicht ist das gerade der Punkt, dass in unserem Denken das so ist, es ist nicht anders machbar. Vielleicht könnten wir mal denken, was wäre noch machbar? Das über die individuelle Anerkennung. Indem man schaut, was du gemacht hast. Was ich vorgelegt habe, was ich alles gemacht habe, das war alles bestätigt von den Aufstellungen der Stunden, alles. Ja, dann ist die Frage, wer war denn dann der Gutachter? Also bei mir war es jedenfalls nicht. Ich bin seit 2007 in Amt und Würden, kann man sagen, in Wien. Aber dürfen wir diesen Teil ablegen? Danke, ich... Gehen wir weiter. Gut. So, jetzt hätten wir die Möglichkeit, einmal das zu sehen. Manche kennen es ja eh,
Manche kennen es nicht und so ein Aufstellungstag, der dann stattfinden wird, soll helfen, dass manche irgendeine Frage an sich, ans Leben besser bewältigen können. Nur es bedarf einer Person, die natürlich sagt, ich hätte hier ein Anliegen. Das ist das Wording vom, glaube ich, Hellinger, oder? Ich hätte ein Anliegen. Ich sage es ein Thema im Sinne von Jakob Levi Moreno. Ich hätte ein Thema, wo ich das Thema gerne bearbeiten möchte. Gibt es jemanden, der innerlich fühlt, durch das Tele gerufen, Tele ist ein Begriff bei Moreno, eine unsichtbare Verbindung, morphogenetisches Feld heißt es vielleicht bei Sheldrick, aber ein Thema, das mich interessiert, in die Zukunft etwas Neues zu sehen, etwas Neues herauszufinden. Gerd, du? Hast du ein Thema? Wir wollen niemanden nötigen. Man könnte auch eine Vignette spielen, also man könnte auch natürlich das Ganze, die Diskussion einmal in einem Spiel führen und das ist auch ein Einrollen. Also wir könnten einmal die Diskussion führen, was wäre ein gutes Thema als Diskussion, um auch diese Art vielleicht einmal zu erfahren. Thema? Ja, ja. Kritik am Okidoki Festival. Kritik am Okidoki Festival. Okay, dann bräuchte ich, ich kenne das Okidoki Festival nicht. Das ist hier. Heute, gestern. Okay, gut. Dann würde ich so sagen, dann brauche ich einen Repräsentanten eines Fürsprechers und eines Kritikers. Der Fürsprecher, gut. Dann würde ich sagen, okay, ich nehme einen Sessel für und den Sessel bitte als Fürsprecher. Gut. Ja, bitte, Kritiker, bitte hier. Hinsetzen bitte, ja. Und der Kritiker, sitzt der gegenüber oder sitzt der neben? Nicht der Angeklagte. Wir werden das umstellen. Ja. Also ich glaube, dass das so ist. Die klassische Mediationshaltung wäre quasi, und dazwischen ist der Mediator, unter Anführungszeichen, genau, oder Moderator, das mache dann ich. Die Frage ist, brauchen wir noch jemanden? Wir haben einen Kritiker, einen Fürsprecher. Gibt es auch noch eine Gestalt, die interessant wäre, die wir hören wollen? Nehmen wir jetzt einmal an, holen wir uns den lieben Gott als Metapher ins Spiel, als eine Instanz. Oder nehmen wir den verstorbenen Großvater. Oder nehmen wir vielleicht irgendeine Person, die zwar lebt, aber nicht da ist, ins Spiel, um das einmal zu zeigen, wie das denn wäre. Wer wäre interessant als Person, die auch noch Konstruktives beisteuern könnte zu dieser Diskussion mit dem Ziel, noch für das nächste Mal Besseres vorbereiten zu können? Ja, da sprichst du jetzt mich an. Nein, wer noch als Person? Ja, ich kann nicht sagen. Nein, wir brauchen jetzt nicht hier, sondern eine Gestalt, die interessant wäre. Wie würdest du jetzt in deinem, wenn du jetzt sagst, ich möchte das Konzept 2018 so erstellen für Okidoki Fest, ja. Du hast Fürsprecherin und Kritiker, ja. Und wer wäre noch gut? Mein Gedanke ist ein echter Unternehmensberater. Mhm. Okay, ich brauche einen echten Unternehmensberater. Gut, ich bräuchte einen echten Unternehmensberater, der diese Gestalt spielen kann als profunder Struktur- und Wirtschaftsorganisationskenner. Wer hätte hier? Gut. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Es muss eine klare Rollentrennung stattfinden. Natürlich. So, wir haben hier auf den. Gut. So. Gut, die Moderation würde ich dann übernehmen als Spielleiter. Mikrofone. Normalerweise mache ich auch solche Moderationen, auch im Spiel direkt. In dem Fall würde ich sagen, liebe Damen und Herren, wir versammeln uns hier gerade in der Marmorhalle des weltberühmten, international anerkannten Zentrums für Leben, Vita Mind. Es hatten drei wichtige Tage stattgefunden.
mit einem wunderbaren Festival, Musik, mit guter Speise. Auch sehr viele interessante Persönlichkeiten haben gesprochen. Es war auch ein Jahrmarktcharakter. Jeder hat auch versucht, sich auch ganz gut darzustellen, die eigenen Produkte zu liefern. Und am Ende dieser drei Tage sind wir jetzt zusammengekommen. Herr Professor, Frau Doktor und ebenfalls Kommerzialrat aus der Wirtschaftskammer, also in dem Fall auch Unternehmensberaterin, Expertin, die sich auch damit befasst hat, wie man hier solche Festivals ganz gut aus der Sicht des Unternehmensberaters strukturiert. Hier eine passionierte, begeisterte Teilnehmerin, die, so wie ich gehört habe, drei Tage auf den Wolken geschwebt ist und sich wirklich hier beflügeln hat lassen, aber hier ein enttäuschter Kritiker, ein begeisterter Kritiker, der aber doch Dinge im Sinne des Verbesserns anbringen will. Ja. Bitteschön. Bin ich am Wort? Bitte. Gut, schauen wir mal an. Ich stelle jetzt die Fragen. Was würden Sie so quasi, was würden Sie jetzt wirklich als Kritiker diesem gesamten drei Tagen gegenüber kritisieren, im Sinne, ich habe mein Mikrofon, damit der Veranstalter aus Ihren wertvollen Feedback-Schleifen eine Verbesserung Ja, ich glaube, man muss jetzt einmal diese Kritik ein bisschen strukturieren. Ja, es gibt verschiedene Bereiche und dann wäre es eigentlich angebracht, dass jeder eine Stimme hat in dieser Kritik, nicht nur ich. Weil es ist eine subjektive Bewertung, wie man jetzt selber zufrieden ist ganzen Prozess. Nicht? Entschuldigung, Herr Kollege, bei Ihnen verdichten sich alle Stimmen der Kritik aus dem gesamten Feld, das wäre jetzt sozusagen ein psychodramatisches Setting, wo Sie die Vulkanspeerspitze aller Kritik sind. Ja, das bin ich eh. Ich bin Frau Kim bei Genau. Gut, wir wollen aber jetzt nur dieses Festival hier, irgendwie kritische Stimmen, Selbstkritik auch. Ich finde, es ist sehr gut gelungen, alle haben gesagt, dass die Qualität der Sprecher ausgezeichnet war und der Beiträge, die in diesen drei Tagen hier kamen, das ist einmal eine sehr positive Kritik. Auch der Veranstaltungsort ist super, also besser könnte es nicht sein für diese Veranstaltung. Und ein bisschen wenig Publikum noch, also da müssten wir noch arbeiten mit der Werbung auch, mit der Promotion, dass man ein bisschen mehr Leute noch anspricht, was im Sinne aller wäre natürlich, wenn hier Full House das nächste Mal muss unser Ziel sein, schätze ich. Und ich glaube, das wäre jetzt einmal zuerst meine Kritik. Gut. Fürs Erste. Ja. Ich fasse zusammen, damit das noch einmal. Ja, das passt schon, ja. Also eigentlich sind Sie nicht wirklich ein Kritiker, sondern Sie sind ein Kritiker, der auch positive Kritik. Ein positiver Kritiker. Okay. Kein Problem. Sie behaupten, es waren super Referenten, es waren alle Sprecher mit interessanten Bereichen anwesend, es waren auch rundherum wurde es gut organisiert, aber die einzige wirkliche Sorge, die Sie haben, nächstes Jahr sollten mehr Teilnehmer kommen. Es gibt noch ein paar andere kleinere Punkte, aber die sprechen wir noch. Erst in der zweiten Runde. Darf ich das jetzt da hier? Dann möchte ich vielleicht fragen, ist das jetzt da wirklich die ganz positive Variante oder gibt es auch kritische Stimmen, die sich hier. Vielen Dank, dass ich das Wort richten darf. Zu einem möchte ich schon zu Okidok sagen, dass ich es in positiver Weise mal sehr, sehr super toll finde, dass es eine Möglichkeit gibt, seine Meinung frei von Leber weg zu deponieren, dass es diese Plattform gibt und dass sie sehr super aufgebaut ist. Natürlich gibt es auch Kritik, ich kann aber nicht jede einzelne Workshops kritisieren, weil ich nicht an allen teilgenommen habe. Das, was mir aufgefallen ist, sage ich jetzt einmal, dass die Sprecher an sich eventuell, ist aber nur ein kleiner Punkt, eventuell mit der Stimme eventuell etwas noch üben könnten, damit das Volumen auch die hinteren Reihen erreicht. Von der Organisation her kann ich nicht allzu viel sagen, es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Darf ich ganz kurz? Natürlich. Das ist so eine tolle Kritik. Freitag war die Boxen noch an und dann ist sie kaputt gegangen. Oh je.
Okay. Können wir mal einen Test haben, wie laut es sein müsste? Na, es müsste, also von der Lautstärke her, müsste ungefähr, ich höre mich jetzt selbst nicht, aber ich denke, es müsste die Lautstärke die letzte Reihe erreichen. Also testen wir mal, welche Art von Lautstärke wäre denn notwendig. Ist das ausreichend oder ist auch das ausreichend? Das ist sehr ausreichend. Es kommt darauf an, ob Nebengeräusche sind, aber wenn keine Nebengeräusche sind, ist die Lautstärke von der Dame. Die erste Tonlage von dir war für mich okay. Die laute? Die laute. Also man kann, ja. Die etwas lautere. Ich wollte nicht in meine Militärrolle hüpfen, aber nein, geht. Nein, ich war nicht militärisch, also ja. meine Spur lauter. Also zumindest glaube ich, dass dann die letzte Reihe auch erreicht wäre. Ja. Schon klar. Deswegen haben wir die Box hinten aufgestellt, extra, damit der ganze Sound nach vorne kommt. Und ich habe mir da mit dem Roman schon, also vom Krypto-TV, also Hintergrund arbeiten. Ja, haben wir schon drauf geachtet. Okay. Aber wenn dann die Technik doch versagt, dann ist das was. Okay. Naja. Okay, das heißt, ich fasse hier zusammen, es ist an und für sich auch alles gut gelaufen, nicht alles kann oder kann begutachtet werden, weil Sie nicht überall dabei gewesen sind, aber die Sprecher könnten in ihrer Tonlage ein bisschen lauter, mitreißender, ein bisschen energetischer sein. Durchaus, bin ich der Meinung, ja. Ja, gut. Möchten wir mal einen Profi mal Fragen stellen diesbezüglich über die Organisation dieser drei Tage. Was würde die Unternehmensberatung hier verbessern? Also was ich auf jeden Fall mal verbessern würde, ist, dass wirklich pünktlich jeder Vortrag beginnt, weil das natürlich schwierig ist, ja, indem aber man hätte vielleicht ein bisschen mehr Pausen einbauen sollen, dass von einem zum anderen, dass da kurz vielleicht dazwischen 10 Minuten Zeit gewesen wären, ja, oder vielleicht auch eine Viertelstunde, natürlich wären sich dann weniger Leute ausgegangen, aber dann wäre es auch gemütlicher gewesen und es hätte für alle gepasst, weil es hat dann jeder, auch die Leute, die gekommen sind, es hat dann keiner mehr gewusst, wann ist jetzt welcher Vortrag, dadurch, dass sich es leider verschoben hat. Also die Zeitelastizität wäre in Zukunft einzustellen, einzudämmen. Also ich glaube, das wäre halt auch wirklich möglich. Mhm. Dann bräuchte es einen Moderator, der vielleicht auch ein bisschen energetischer auftritt und sagt, Achtung, heute um 14 Uhr Vortrag, pünktlichst erscheinen. Ich werde alle... Ganz so extrem muss es natürlich nicht sein, aber es war natürlich auch teilweise nicht passend, dass dann eine Ansage war, die dann eigentlich, wo dann schon das nächste war und eigentlich hat man es drinnen im Raum gehört. Also das hat noch nicht ganz gepasst, es war ein bisschen zu laut einfach. Ja, unten. Der Veranstalter selbst? Ja. Hat das Wort. Da kommt der zweite Profi. Und der zweite Profi sagt, ja mei, alles das, was hier passiert ist, habe ich vorausgesagt. Jo, wo hat es dann gehapert? Diese Sachen wie Organisation unten, so Impulsvorträge, die Bühne, Technik, zwei Techniken. Ich hatte einen Wunsch, eine Bühne, wo alles draufläuft, wäre alles super gelaufen. Beamer hoch, runter, rennen, kommt Verspätung, ein Referent, alles für mich sichtbar, malerisch, schon aufgrund von vielen, vielen Erfahrungen mit den Veranstaltungen. Und deswegen haben Heide und ich uns ja schon am Freitagabend unterhalten, am Samstag nochmal. Und beim nächsten Mal nehme ich das gerne in die Hand und organisiere das. Wenn die Leute da sind, dann ist die Ordnung da, die Klarheit da und dann passieren diese Dinge nicht mehr. Aber war schon ein guter Ansatz, fand ich. Auch gute Beratung. Ich hoffe, ich konnte meine Beratung auch abgeben. Gut, also hier hat die Kommunikation mit der Veranstalterin diesbezüglich noch Nachholbedarf. Und in Zukunft könnte das noch optimiert werden. Das wird optimiert. Gut, gibt es noch etwas anderes? Also Pünktlichkeit, Struktur, Ordnung? Also was mir noch aufgefallen ist, also weil du bei der Zielgruppe angesprochen hast, ja, und auch mit der Werbung, ja. Also ich glaube, es hat halt natürlich auch ein spezielles Klientel angesprochen, ja. Also ich denke mal, es ist eher mehr das Energetische, ja. Was natürlich jetzt auch seine Berechtigung hat, keine Frage, ja. Aber ich denke mal, es wäre wahrscheinlich noch vielfältiger überhaupt in dem Bezirk, ja, auch andere Leute anzusprechen, ja, auch vielleicht mit, ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll, andere Themen vielleicht auch noch aufzunehmen, also jetzt nicht nur energetische Themen in die Richtung, ja, sondern da schon auch noch mal ein bisschen mehr Vielfalt reinbekommt, dass man auch andere Leute anspricht. Ja. Also das finde ich eine gute Idee. Das,
Das heißt, es war ein Seitenschlag sehr stark in eine sogenannte energetische Richtung. Eine energetische Richtung, was natürlich seine Berechtigung hat, was hier wahnsinnig gut herpasst. Also das möchte ich jetzt überhaupt nicht irgendwie kritisieren. Ja? Also ich finde es auch eine super Stimmung. Also die Stimmung ist wirklich toll. Ja? Auch von den Leuten sind alle wirklich sehr freundlich und es ist wirklich eine positive Stimmung. Ja? Aber ich denke mal, wenn man halt mehr Leute ansprechen möchte, ja, oder eine andere Ziel, also noch eine zusätzliche Zielgruppe, würde ich jetzt sagen, nicht eine andere, sondern eine zusätzliche, ja. Da müsste man irgendwie schauen, dass man irgendwas in die Richtung macht. Ja. In der Rolle als Kritiker oder auch als Organisator? Welche Rolle kommt jetzt? Naja, ich habe im Veranstaltungsbereich mal gearbeitet. Also ich kann mal sagen, es war eine wirklich schöne Veranstaltung. Ja. Also der Kritiker, der auch als Veranstaltungsberater. Ich bin ein Medienkritiker. Okay, ja. Gut, ja. Aber ich muss sagen, jetzt habt ihr es sehr gut gemacht, Leute. Und ein großes Kompliment. Die Stimmung war super. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die man verbessern kann, aber im Großen und Ganzen macht das Sinn. Ich finde die Kombination sehr gut von Energetikern und auch kritischen politischen Themen, kritischen gesellschaftlichen Themen, was ihr habt, und kulturellen Themen. Ich finde den Mix ganz gut. Man kann ihn ein bisschen noch erweitern oder ein bisschen daran arbeiten für das nächste Mal. Aber es war eine sehr schöne Veranstaltung. Hat alles gepasst. So im Großen und Ganzen würde ich sagen, das war toll. Also der wirkliche begeisterte Fürsprecher sitzt hier. Die Frage ist, gibt es sonst noch Themen im Sinne einer Verbesserung? Nein, Sie wurden ja in Bezug auf etwas Erweiterung ja schon angesprochen, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also kulturell, gesellschaftskritisch, politisch kritisch. Also ein paar, glaube ich, es waren ja einige in die Richtung auch, aber man könnte durchaus mehr dazu aufnehmen, sehe ich so. Okay. Das heißt, im Prinzip haben wir die wichtigsten Dinge erarbeitet. Jetzt zurück zum Veranstalter selbst oder zum Co-Veranstalter. Ich merke, dass nicht alle Gäste beim Podium dabei waren. Und da waren ziemlich unterschiedliche Referenten. Von den Kindern haben wir das gehabt, Dagmar Neubronner zum Beispiel. Natürlich ging es dann in die Energetik mit Jutta Belle. Wir haben Franz Hörmann dabei gehabt. Eigentlich hätte heute das Geld, die Fakten noch mit dabei sein, sondern für Thomas Bachheimer. Und dann ging es um die Geldgeschichten. Das Programm habe ich gestaltet und den bewussten Tag, den Freitag, habe ich als energetischen, spirituellen Tag gewählt und dann Samstag, Sonntag mit Politik. Weil, warum? Weil die harten Fakten wir jeden Tag sehen, erleben. Aber selbst sind wir auch spirituelle Wesen, alle miteinander. Und oft kommt dann immer die Peitsche raus. Du bist, das sind die ESO, die Spinner und was auch immer. Und ich sage, nein, wir sind alle spirituelle Wesen. Aber wir sind alle auch im realen, faktischen da. Und die einen spalten sich und gehen weg. Und ich möchte genau diese Brücke bauen, weil der Spirit wichtig ist, weil wir alle spirituelle Wesen sind, aber auch jeden Tag mit den Fakten zusammen sind. Und bei OKITALK heißt es, wir präsentieren das Leben der Menschen. Ihr könnt alle mitgestalten beim nächsten Programm. Und das ist die Vielfalt, die wir haben wollen. Das so am Rande. Danke. Ja, ich glaube, gäbe es noch etwas zu erarbeiten, aber ich denke... Arbeit gibt es bei OKITALK immer. Nein, nicht nur bei OKITALK, aber ja, zu dem Thema. Weil dann könnten wir das wieder auflösen, weil das so könnte man dann auch in Unternehmen arbeiten und so mit diesen sozusagen Sesselarbeit ist das eine klassische Arbeit im Psychodrama, aber auch in der Gestaltpsychologie, wo man dann auch gewisse Energien, nicht nur die eigene Meinung, sondern die gesamte positive und hier die Kritik oder eben die Effizienz der Organisation hinsetzt und sprechen lässt. Das wäre sozusagen gelebtes Psychodrama, um auch Dinge zu arbeiten für den Alltag. Dann danke ich herzlich, dann bitte ich wieder zu entrollen. Das macht man dann, ja. Und meine, dass man dieses sogenannte Psychodrama natürlich heute anders benennt, aber das war damals schon so. Und vor allem Jacob Levi Moreno hat sehr viel auch mit Politikern und mit Entscheidungsträgern gearbeitet, die er in Rollen testen ließ, was man eigentlich in Zukunft vielleicht machen sollte, was effektiver ist. Gibt es dazu etwas zu sagen, eine Frage oder genügt es? Und zwar wusste ich gar nicht, dass der jetzt so zur Sprache kommt. Und zwar vor 5 Jahren
war eine amerikanische Psychotherapeutin da, die Soul-Drama auf Basis von Moreno angeboten hat. Und es war so tiefgehend, weil wir immer noch in der Idee von einer Schuldverpflichtung, die wir nicht sehen können, versuchen es immer in andere Gewänder zu kleiden. Und sie hatte etwas Wunderbares gemacht. Sie hatte hinter einem Stuhl also die gesamte Ahnenreihe aufgestellt. Und wir alle waren so berührt, wie sich eine Seele entfaltet hat in einer Freiheit, Schönheit, Gelassenheit. Und ja, danke. Wunderbares Beispiel, ob man jetzt der Psychodrama oder Soul-Drama sagt oder Märchendrama oder Bibliodrama, da gibt es viele Begrifflichkeiten. Aber genau diese Arbeit, der Heilungsarbeit, auch dass Generationen, die verletzt worden sind, durch die Generation im Hier und Jetzt auch geheilt werden kann oder aufgelöst werden kann, das wären so Ansätze aus dieser Arbeit. Das ist sozusagen, wenn man will, Hardcore Moreno, ja, der das uns geschenkt hat. Sicher war er durchdrungen. Ich bin überzeugt, dass das, wie andere Propheten von anderen Schulen, dass die eine Berufung hatten, ein Sendungsbewusstsein, uns das zu geben, damit wir die Vergangenheit auch heilsam auflösen können. Ich wollte ja mal auch wirklich, dass alle Repräsentanten der großen Kirchen in einem Haus der vereinten Religionen zusammenbleiben, sitzen und so eine Aufstellungsarbeit machen, um die gesamten Verletzungen, die sie sich gegenseitig zugefügt haben in der Geschichte, aufzulösen. Das wäre aus meiner Sicht die Verantwortung jedes Repräsentanten eines Kollektivs. So, ich hatte es selber erlebt, ich hatte einen guten Freund, den Ruben Silverbird, Native Elder Ruben Silverbird, ein Repräsentant der Native Americans, der natürlich auch, mit dem bin ich viel gereist, auch in der Welt, und habe mit ihm auch immer wieder versucht, zu Konferenzen habe ich ihn mitgenommen. Und da war mir ganz klar, dass wir als weiße Menschen auch eine Verantwortung haben, diesen Gruppen, die wir verletzt haben mit unserer Art, wie wir sie erobert haben, die Welt, auch repräsentativ für die Weißen, auch ihm zu dienen, ihm zu zeigen, es tut mir leid, ich bin bereit, das auch repräsentativ mit dir aufzuarbeiten. Und da sehe ich auch die Chance einer Friedensarbeit, die zwischen verhassten Kulturen möglich ist. Zum Beispiel Marshall Rosenberg ist ein gutes Beispiel aus der Szene, der als Jude in der Gefolgschaft von Carl Rogers und Mahatma Gandhi sein System der gewaltfreien Kommunikation geschaffen hat, mit praktischen Beispielen, wo er wirklich zerrissene Familien, zerstörte Familienmitglieder aus dem Israeli-Lager und dem Palästinenser-Lager in einem Camp über längere Zeit zusammen begleitet hat, bis dann wirklich Aufarbeitung und Versöhnungsarbeit gelang. Das sind die wirklich großen Persönlichkeiten unserer heutigen Zeit. Dieses Erbe haben wir, diese Möglichkeiten haben wir und die sollten wir auch nehmen. Und in die Richtung geht auch Moreno, Rosenberg, Rogers und vor allem Berater, Lebensberater haben das Werkzeug und haben den gleichen Auftrag, heilsam in die Gesellschaft zu wirken, um dann auch verfeindete Familien zu helfen, dass sie wieder besser leben können miteinander. Sehe ich das falsch? Nein, das stimmt total. Schön gesagt. Das stimmt total, eine Zuhörerin. Aber nicht nur Lebensberater, das ist natürlich die gesamte Szene. Nur das Besondere ist, und das möchte ich noch aussprechen, jeder Energetiker und jeder Unternehmensberater hatte die Möglichkeit, aufgrund dieses Sonderstatuses, sich ja auch diese Kompetenzen zu erarbeiten. Wir sind nicht, dass wir jemanden ausschließen, im Gegenteil, wir brauchen jeden. Und diese Möglichkeiten gibt es ja, sich auch das zu holen, um dann profund auch auftreten zu können, ohne Angst, dass irgendjemand ein Briefchen schreibt, zu sagen, hey, ich bin das, ich bin Berater, ich habe diesen staatlichen Hintergrund und jetzt wirke ich in die Gesellschaft hinein. Das ist ja unsere Hoffnung. Sehe ich das falsch, liebe Kollege? Ja, ich glaube, von meiner Seite habe ich alles gesagt. Ich darf nur noch einladen, ich möchte auch einladen zum 16.
Am 16. September findet hier Moreno live statt. Wer das möchte, natürlich, bitteschön. Ich glaube, weiß nicht, haben wir schon. Bitteschön. Bitteschön. Und da wird das sozusagen dann auch. Ja, bitteschön. Und da, ja, und da können wir dann wirklich, so, gut aufgestellt, am 16. um 10 Uhr beginnen wir hier. Und wenn jemand ein Thema hat, das er im Leben vielleicht irgendwie bewältigen möchte, dann wäre das der Tag, wo ich gerne bereit bin, mit dem versammelten Auditorium, mit Hilfs-Ichs gemeinsam hier auch zu etwas zu arbeiten. Vielleicht kann man das auch gemeinsam machen. Wenn jemand so diese Kompetenzen schon hat. Da habe ich so immer Seminar in Österreich. Okay, okay. Aber danke. Ja, gerne. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Danke. Alles Gute. Dankeschön. Ja, danke schön auch. Und wir verabschieden uns für heute hier vom Okitok Medienfestival Montmartre hier aus dem Heidis Zauberpark. Wir danken euch alle. Das war jetzt gerade der letzte Vortrag von Magister Harald G. Janisch und wir bedanken uns auch bei Ihnen. Und ja, wenn es positive Kritik gibt oder negative Kritik, bitte eine E-Mail schreiben an office@okitalk.com, denn das wollen wir von euch auch gerne hören, denn wir wollen ja wissen, wo wir stehen oder wo ihr steht, wie auch immer. In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch Freude gemacht. Morgen Abend geht es bei uns natürlich wieder weiter, ab 20 Uhr wieder live auf Okitalk, einfach in den Sendeplan schauen. Ich glaube, da kommt der Jürgen. Genaues Thema habe ich jetzt nicht für euch da. Einfach mal in den Sendeplan schauen. Und jetzt in dem Sinne, schönen Abend. Und jetzt wird das Abendprogramm hier vom Player freigeschaltet. Bis dahin, tschüss, Baba. Grüße hier vom Heidis Zauberpark. Und bis bald.